Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz über die Zuständigkeit für die Erstellung und Anerkennung von Mietspiegeln. Drucksache 20-7715. Und auch hier darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort zur Einbringung erteilen. Bitte schön, Herr Staatsminister. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Bund hat 2021 das Mietspiegelreformgesetz auf den Weg gebracht, in dem die Länder dazu verpflichtet werden, die Behörde zu bestimmen, die für die Erstellung und Anerkennung von Mietspiegeln zuständig ist. Mietspiegel geben Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete. Diese ist Maßstab für Mieterhöhungen im Bestand und für die zulässige Neuvertragsmiete im Geltungsbereich der Mietpreisbremse. Kurzum, sie zeigen, welche Miethöhe für eine Wohnung angemessen ist. Gemeinden sollen nach der einschlägigen Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch bereits jetzt Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht und dies mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. Ab dem 1. Juli 2022 ist die Erstellung von Mietspiegeln in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtend. Neben der Änderung von einer Sollvorgabe in eine Pflichtaufgabe hat der Bund auch die Zuständigkeit geändert. Es sind nicht mehr überall die Gemeinden zuständig, sondern die nach Landesrecht zuständigen Behörden. Wir als Hessische Landesregierung haben uns dazu entschieden, mit diesem Gesetzentwurf die Gemeinden als zuständige Behörden zu benennen. Da diese Aufgabe schon jetzt den Gemeinden obliegt, sollte diese aus Gründen der Ortsnähe und Kontinuität auch bei ihnen bleiben. Nur so wird gewährleistet, dass diese Gemeinden die notwendigen Strukturen und Erfahrungen weiter nutzen können. Und so wird auch der erforderliche Bezug, der lokale Bezug von Mietspiegeln und eine hohe Akzeptanz gesichert. Daher wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Aufgabe der Erstellung und Anerkennung sowie der Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln den Gemeinden auch für die Zukunft übertragen. Und ich hoffe auf Ihre Zustimmung. In Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern besteht ein Bedürfnis für einen Mietspiegel. Und daher hat der Bundesgesetzgeber diese Gemeinden verpflichtet, ab dem 1. Juli dieses Jahres sogenannte einfache Mietspiegel zu erstellen. Entsprechend große Gemeinden verfügen über eine ausreichende Zahl an Wohnraummietverhältnissen und somit auch über eine ausreichende Datengrundlage, um Mietspiegel mit angemessenem Aufwand zu erstellen. In Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten, in denen die Mietpreisbremse und die sogenannte abgesenkte Kappungsgrenze gelten, besteht sogar ein erhöhtes Bedürfnis für einen Mietspiegel. Denn nur mit einem Mietspiegel lässt sich die ortsübliche Vergleichsmiete als Maßstab für die gesetzlich zulässige Miete einfach und preiswert ermitteln. Und ich füge hinzu, es können sich auch kleinere Gemeinden zur Mietspiegelerstellung zusammenschließen. Dies ist gängige Praxis in Hessen und so auch in der aktuellen Richtlinie des Landes Hessen für die Förderung qualifizierter Mietspiegel berücksichtigt worden. Von den hessischen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern verfügen bislang die Städte Bad Homburg, Fulda, Gießen, Marburg, Kassel, Rüsselsheim und Wetzlar noch nicht über Mietspiegel. Diese sieben Städte sind ab dem 1. Juli dieses Jahres erstmals verpflichtet, einen sogenannten einfachen Mietspiegel zu erstellen. Die weiteren fünf Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern in Hessen, das sind Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Offenbach und Wiesbaden, haben bereits heute einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel. Wie bereits erwähnt, hat die Landesregierung zur Unterstützung der Gemeinden ein Förderprogramm zur Erstellung sogenannter qualifizierter Mietspiegel aufgelegt, und zwar im Juni 2021. Das Land fördert bis zu 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Gesamtförderung pro Gemeinde bzw. Zusammenschluss von Gemeinden beträgt maximal 70.000 €, und antragsbefugt sind hessische Gemeinden bzw. Zusammenschlüsse von Gemeinden mit mindestens 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Förderung der Verbreitungsgrad von qualifizierten Mietspiegeln in Hessen sich erhöhen wird. Uns liegen bereits entsprechende Förderanträge von Städten vor, die in Erfüllung der künftigen Pflicht zur Erstellung einfacher Mietspiegel dann gleich einen qualifizierten Mietspiegel erstellen lassen wollen.
Und in diesem Zusammenhang weise ich ergänzend darauf hin, dass die neue Bundesregierung angekündigt hat, eine Pflicht zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gesetzlich festzulegen. Eine solche Verpflichtung würde in Hessen dann die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach und Hanau betreffen. Und von diesen Städten verfügen aktuell nur Frankfurt und Darmstadt über qualifizierte Mietspiegel. Ich glaube, dass es Zeit wird, dass sich hier mehr tut, weil wir nur so das notwendige Maß auch an Rechtssicherheit sowohl für Mieterinnen und Mieter als auch für die Vermieterinnen und Vermieter bei der Ermittlung der zulässigen Miethöhe erreichen und es deswegen auch dann für alle einfacher wird, das geltende Recht auch einfach anzuwenden. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratungen und hoffe auch an dieser Stelle, so wie bei dem vorherigen Gesetzentwurf zur Autobahnbrücke, über am Ende möglichst einmütige Zustimmung. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Und als erster Rednerin kann ich erteilen das Wort der Kollegin Elke Barth für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Minister hat es schon gesagt. Am 1. Juli 2022 tritt die noch von der alten Bundesregierung beschlossene Mietspiegelreform in Kraft, nach der alle Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern nun verpflichtend einen Mietspiegel zu erstellen haben. Der heute vorgelegte Gesetzentwurf bestimmt, dass die Zuständigkeit für die Erstellung der Mietspiegel weiter bei den Gemeinden bleiben soll, was auch von der SPD vollumfänglich befürwortet wird. Das ist genau die richtige Ebene. Ortsnähe und auch Kontinuität sind als Gründe benannt. Und das stimmt natürlich, weil es gibt ja einige Gemeinden, viele Gemeinden, die bereits einen Mietspiegel haben. Und daher ist auch das mit zu berücksichtigen. Ohne Mietspiegel sind, meine Damen und Herren, Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung, also Instrumente, die Preiserhöhungen eindämmen sollen, nichts, beziehungsweise auf jeden Fall wesentlich schwerer durchzusetzen, da hierfür eine ortsübliche Vergleichsmiete anzulegen ist. Und woher bekomme ich die, wenn es keinen Mietspiegel gibt? Es gibt zwar Portale, auf die man sich berufen kann, oder man kann drei vergleichbare Wohnungen nennen, aber all das ist nicht rechtssicher und vor allem wesentlich intransparenter als ein Mietspiegel. Deswegen ist der wesentliche Vorteil von Mietspiegeln die Schaffung von Transparenz. Zwölf Kommunen betrifft das in Hessen, und nur fünf davon haben bereits einen Mietspiegel. Diejenigen, die sich jetzt neu für einen einfachen Mietspiegel entscheiden, müssen diesen bis zum 1. Januar nächsten Jahres erstellen. Für einen qualifizierten Mietspiegel gibt es noch ein Jahr länger Zeit. Gut finden wir übrigens auch, dass das Land die Erstellung qualifizierter Mietspiegel finanziell unterstützt, denn diese von externen Instituten wie dem IWO erstellt, kosten einen hohen fünfstelligen Betrag, kein billiges Unterfangen. Aber nur ein qualifizierter Mietspiegel ist auch wirklich rechtssicher, denn auch die Mieterbünde empfehlen aus diesem Grund die etwas teurere Variante. Er hat einen höheren Beweiswert im Fall von Rechtsstreitigkeiten, ist auch besser ausdifferenziert, was wichtig ist, um eine rechtssichere Miete, realistische Miete festzulegen. Da spielen nicht nur Alter und Lage, sondern auch Ausstattungsmerkmale eine wichtige Rolle. Sie sind eben wissenschaftlich fundiert. Ich sage allerdings auch, ein Mietspiegel ist ein schwieriges Unterfangen, gerade bei der erstmaligen Erstellung. Und gerade und vor allem auch in erhitzten Märkten kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen. Denn, nur um das Beispiel zu nennen, habe ich das Glück, in einer guten Lage schon länger zu wohnen und noch eine sehr niedrige Miete zu zahlen,
erleichtert der Mietspiegel es natürlich auch dem Vermieter, sein Mieterhöhungsbegehr durchzusetzen. Deshalb ist es sehr gut und vor allem wichtig, dass schon mit dieser Mietspiegelreform der Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahre rückwirkend erhöht wurde, wo also die Mieten erhoben werden. Bisher war das oder ist das 4 Jahre rückwirkend gewesen, die Mieten der letzten 4 Jahre. Jetzt erhöht sich das auf 6 Jahre, und die neue Ampelkoalition beabsichtigt sogar eine weitere Verlängerung auf 7 Jahre. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und wird es, glaube ich, auch einigen Kommunen, die bisher davor zurückgeschreckt haben, in der jetzigen Lage einen Mietspiegel zu erstellen, wirklich erleichtern, weil das hilft, dieser längere Zeitraum zurück, die Mieten zu dämpfen. Und da sieht man natürlich auch mal, wo zuvor die Bremser gesessen haben. Meine Damen und Herren, der Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen betrachtet auch diese Verlängerung übrigens als moderat. Und die neue Bundesregierung, das hatte der Minister schon gesagt, will zumindest Gemeinden ab 100.000 Einwohnern verpflichten, auch diese qualifizierten Mietspiegel und keine einfachen zu nehmen. Die Kosten sind höher, aber das Produkt ist eben auch einfach auch besser. Es wird also in Zukunft auf jeden Fall mehr Mietspiegel in Hessen geben. Mietspiegel sind gerade für die Instrumente der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenzenverordnung unverzichtbare Bausteine. Und durch die längeren Betrachtungszeiträume ist auch die Gefahr, dass sie die Mieten eher nach oben ziehen, als dass sie den Anstieg dämpfen, gebannt. Insofern freuen auch wir uns auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Als nächstes bitte ich Herrn Schulz von der AfD ans Rednerpult. Und vielleicht können Sie darauf achten, Ihre Maske etwas deutlich über die Nase zu tun. Das wäre ganz gut. Das ordnungsgemäße Tragen der Masken ist auch unverzichtbar. Ja, verehrte Präsidentin, ich kann nichts dafür, dass durch meine Herkunft auch Gott mir eine größere Nase geschenkt hat. Also damit muss ich leben. Werte Kollegen, nicht umsonst unterscheidet auch das bürgerliche Gesetzbuch ganz eindeutig zwischen einfachen und qualifizierten Mietspiegeln. Wir als AfD lehnen einfache Mietspiegeln ab. Sie sind rein verhandlungsbasiert und weichen noch stärker als die qualifizierten Mietspiegel von den realen Marktmieten ab. Zumal in Zeiten einer noch nie dagewesenen Inflation durch die EZB, die unser Geld entwertet und die Preise Tag für Tag in die Höhe treibt. Es ist auch kein Zufall, dass die einfachen Mietspiegel in der neuen Bundesverordnung von vergangenem Oktober nicht mehr als eine halbe Seite einnehmen. Sie haben keine Aussagekraft, das gesteht sogar die Bundesregierung ein. Es braucht daher wie beim qualifizierten Mietspiegel eine neutrale Stelle, die einen zahlenbasierten Vorschlag erarbeitet. Alles andere wäre nichts als Willkür und spiegelt die heutigen Realitäten auf dem Wohnungsmarkt nicht wider. Für einen qualifizierten Mietspiegel muss man aber natürlich immer wieder tief in die Tasche greifen, weit tiefer als beim einfachen Mietspiegel. Die Kosten für qualifizierte Mietspiegel kann man vielleicht Großstädten, aber keinesfalls Mittelstädten mit gerade mal 50.000 Einwohnern zumuten. Vor allem heute nicht, wo die Kommunen finanziell bereits völlig überlastet sind. Wir als AfD meinen, wenn der Bund schon Mietspiegel für die Städte verlangt, dann sollte der Bund sie auch bezahlen. Da der Bund natürlich keine Kostenübernahme vorgesehen hat, wollen Sie als Landesregierung jetzt alles auf die Kommunen abwälzen. Vielleicht reden Sie sich jetzt noch damit raus, dass der Mietspiegel ab sofort nur noch alle 6 Jahre erarbeitet werden muss und das
das kostengünstiger sei. Aber das sorgt nur dafür, dass die Mietspiegel noch weiter entfernt sein werden von den realen Marktmieten. Ein Mietspiegel ist in Zeiten der Inflation schon nach 2 Jahren nicht mehr aktuell. Wie können wir hier dann überhaupt von 6 Jahren sprechen oder 7 Jahre? Würden Sie sich doch lieber dafür einsetzen, dass es bei den kostengünstigeren Instrumenten belassen wird, z.B. bei Vergleichsmieten oder der Indexierung bei Mieterhöhungen? Wir stimmen daher gegen Ihren Gesetzentwurf. Vielen Dank. Als nächstes bitte ich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir treffen heute eine Vereinbarung zu einem Bundesgesetz. Die Länder sind aufgefordert, die Behörde zu bestimmen, der die Erstellung des Mietspiegels obliegt. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mir die Einbringung des Mietspiegelreformgesetzes durch die damalige Justizministerin Lambrecht im Deutschen Bundestag anzusehen. War schon bemerkenswert, weil im Großen und Ganzen waren sich die Parteien darüber einig, dass das alles sinnvoll ist. Bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber letztendlich hat man sich dann darauf geeinigt, über etwas anderes zu streiten, was dann auch die Debatte ziemlich angeheizt hat. Im Kern ist es aber so, dass wir über den Mietspiegel nur in einem Punkt heute entscheiden, nämlich wer erstellt den. Und dass er wichtig ist, wird, glaube ich, von niemandem, fast niemandem, in Abrede gestellt. So jedenfalls verstehe ich unser Parlament. Und der Mietspiegel ist wichtig, weil es ein wichtiges Instrument ist, eine ortsübliche Vergleichsmiete zu erstellen. Es ist hilfreich für diejenigen, die auf Mieten angewiesen sind, sowohl als Mieter als auch als Vermieter. Eine Rechtssicherheit für die Bewohnerinnen von Städten und Gemeinden zu ermöglichen und aber auch ein ureigenes kommunale Aufgabe, das auch dafür zu sorgen, dass es ordentliche Vergleichsmieten gibt, die eben in einem Mietspiegel verortet sind. Und ich spreche aus einer Stadt, die einen qualifizierten Mietspiegel hatte, die schon Furore gemacht hat, weil sie vor 2000 einen ökologischen Mietspiegel aufgestellt hat, will aber in dem Zusammenhang auch klar sagen, es hat uns nicht bewahrt vor einem Engpass, der andere Ursachen hat. Aber wie wir heute zum wiederholten Mal feststellen können, sind wir uns grundlegend ja darüber einig, dass Mieten erschwinglich sein müssen, dass die Leute in den Städten und Gemeinden wohnen bleiben können, dass sie nicht ausweichen müssen. Daran arbeitet dieser Hessische Landtag ganz besonders und dieser Minister noch einmal mehr im Besonderen. Wir hatten ja dazu in der Vergangenheit auch Presse. Deswegen war das auch vorausschauend, dass das Land Hessen gesagt hat, okay, wir brauchen qualifizierte Mietspiegel. Wir brauchen qualifizierte Mietspiegel, und deswegen fördern wir die auch. Das war eine richtige Entscheidung dafür, an diesem Punkt und bei dem Thema Mietwohnungsbau und Mietenpolitik weiterzuarbeiten. Und das Ganze ist eingebettet in Kappungsgrenzen, in Mietpreisbremse und anderen Dingen. Das alles hat einen inneren Zusammenhang. Und deswegen freue ich mich, festzustellen, dass wir einmal mehr einer Meinung sind, fast mal mehr, mal weniger. Aber im Grunde genommen sind wir uns doch einig darüber, dass es wichtig ist, dass die Hoheit bei der Erstellung der Mietspiegel bei den Städten und Gemeinden bleibt, dass das Land das fördert, auch das sehr wichtig, und dass wir weiter daran arbeiten, dass es weiterhin qualifizierte Mietspiegel noch mehr gibt und dass das insgesamt dann zu einer Entspannung führt. Ja, ich bin fest davon
überzeugt, dass es uns gelingt, und lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Als Nächsten bitte ich Herrn Müller von der CDU ans Rednerpult. So viel Zeit muss sein. Frau Präsidentin, das gebietet der Respekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist so ein Gesetz, wenn alle in der ersten Diskussion schon der Meinung sind, dass es richtig ist, finde ich das immer lustig, dass wir uns dann so lange damit noch beschäftigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Mietspiegel, jedenfalls in der Form oder das Mietspiegelreformgesetz, wie es ja so schön heißt, bestimmt jetzt, dass wir die Behörde bestimmen. Das tun wir damit, indem wir nämlich die Gemeinden dafür selbst verantwortlich machen, weil es spielt ja auch in ihrem Gebiet. Und von daher ist es richtig, dass wir das so genauso tun und damit konsequent bei dem bleiben, dass wir nämlich den Kommunen auch die Verantwortung für das, was den Wohnungsbau, was die Mietregelung betrifft, überantworten. Ein Mietspiegel, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat aber nicht nur ein Regulativ, sondern viel wichtiger, es hat auch eine ganz wichtige Funktion, die Befriedungsfunktion. Es sorgt nämlich bei den Mietenden als auch bei den Vermietenden für eine relative Klarheit für das, was möglich ist. Und damit sorgt es auch im Prinzip für eine Befriedung von Streitverhältnissen, die man sich vorstellen kann, und insgesamt damit auch, ich sage es mal so, zu einer zufriedeneren Situation. Ein Mietspiegel hat auch Nachteile, machen wir uns nichts vor. Es ist wie jeder Spiegel, wie jede behördliche Betrachtung eine zeitlich sehr lang angelegte Situation, die eben nicht sehr flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Nichtsdestotrotz ist aber die Gesamtsituation so, dass man sagen kann, dadurch wird es nicht schlechter, im Gegenteil, es wird besser und besonders gut. Und insoweit stimmt es auch wieder einmal, brauchen wir auch die Bundesregierung, auch die neue Bundesregierung nicht. Wir sind in Hessen eigentlich immer vorne dran. Und das zeigt auch das Förderprogramm, dass wir anderen Gemeinden den Anreiz bieten, Mietspiegel, und zwar qualifizierte Mietspiegel, zu erstellen. Ich finde, das ist gut. Das zeigt, dass wir uns kümmern und vor allen Dingen, dass wir deutlich machen, dass die Befriedungsfunktion für uns eine ganz wichtige neben der Ordnungsfunktion für die Mieterinnen, also für die Mietenden und für die Vermietenden ist, dass wir auf diese Weise vernünftig Recht setzen können. In diesem Sinne bleibt nichts hinzuzufügen, außer gutes Gesetz, gute Regelung. Wir stimmen selbstverständlich später einmal zu. Vielen Dank. Für die Linke bitte ich nun Herrn Schalauske ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mein Redebeitrag wird, glaube ich, deutlich machen, dass ganz so einig wir uns dann in diesem Punkt in der Grundsätzlichkeit dann eben doch nicht sind, weil der heute vorliegende Gesetzentwurf von CDU und Grünen über die Zuständigkeit von der Erstellung und Anerkennung von Mietspiegeln, der ist, und das haben ja die Vorrednerinnen und Redner deutlich gemacht, eine Konsequenz aus einer Reform des Mietspiegelgesetzes auf Bundesebene. Ich würde noch hinzufügen, einer halbherzigen Reform, die von der alten Bundesregierung beschlossen worden ist. Und demnach ist es den Ländern aufgetragen worden, das ist auch richtig, über die zuständige Behörde für die Umsetzung des Mietspiegels dann zu entscheiden. Und Frau Förster-Heldmann hat gesagt, naja, der Mietspiegel, der ist auch gut für alle Mieterinnen und Mieter. Und deswegen müssen wir hier drüber schon noch mal darüber reden, was denn eigentlich ein Mietspiegel ist. Wenn Sie nämlich Mieterinnen und Mieter fragen auf der Straße, was ist eigentlich der Mietspiegel, dann sagen Sie ihnen, na, der Mietspiegel wird doch vermutlich die durchschnittliche Miete in einer Stadt angeben. Ich sag mal, schön wäre es, wenn dem so wäre. Der Mietspiegel aber gibt, und das ist ja auch in der Debatte gesagt worden, die ortsübliche Vergleichsmiete an, die in einer Stadt für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung und Beschaffenheit in den letzten 6 Jahren neu
vereinbart oder geändert wurde. Es sind also vor allem die Neuvermietungspreise der letzten Jahre, und das ist der Zeitraum, in dem wir ja eine horrende Mietpreisexplosion erlebt haben, die den Mietspiegel ausmachen. Bei einer Fortschreibung der Mietpreisentwicklung erhöhen sich dann Mietspiegel auch kontinuierlich. Und das Problem ist dann, dass eben anders als der Kollege Müller behauptet hat, der ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr da, ist ein Mietpreisspiegel eben keine Befriedung, sondern er ist ein Mieterhöhungsspiegel. Und das ist der Kern des politischen Problems an dieser Frage. Das Ziel ist eben nicht, den weiteren Anstieg der Mieten zu verhindern, Wohnungen damit bezahlbar zu halten, sondern letztlich ist das Ziel, die Mieterhöhung in einem gewissen Rahmen zu halten. Und daran ändert auch die Verknüpfung mit aus unserer Sicht noch immer unzureichenden Maßnahmen wie der Mietpreisbremse und der Kappungsgrenze, die nicht in der Lage waren, den Mietpreisanstieg der letzten Jahre da etwas gegen zu tun. Daran ändert auch diese Verknüpfung nicht. Die Bundestagsfraktion der Linken schlägt daher vor, zu einem Mietspiegel zurückzukehren, der dann seinen Namen auch wirklich verdient. Das könnte eine Durchschnittsmiete sein. So etwas hat es bis in die 80er Jahre auch gegeben. Und darin wären dann alle Mieten einbezogen, nicht nur die auf dem sogenannten freien Wohnungsmarkt, sondern eben alle. Und das würde bedeuten, dass das allgemeine Mietniveau gesenkt und Mieterhöhungen stärker begrenzt werden. Und das ist, was wir in der Mietenpolitik brauchen. Denn ohne eine solche Aufwertung Mietpreisbremse, das ist der nächste Punkt, zu einem echten Mietenstopp, einem echten Mietendeckel, wäre aber auch die Durchschnittsmiete letztlich nicht die entscheidende Lösung des Problems, sondern nur ein Beitrag. Wir brauchen den Mietendeckel auch deshalb, weil ein Mietspiegel, gerade so wie er jetzt konzipiert ist, im schlechtesten Fall dazu beitragen kann, dass Vermieter auf die Idee kommen, dass sie die vermeintlich zu niedrigen Bestandsmieten auf das Niveau eines Mietspiegels erhöhen. Und es gibt ja einen, es muss doch einen Grund geben, warum die Städte in Hessen zwischen 50 und 100.000 Einwohnern bisher auch angehalten und empfohlen war, einen Mietspiegel einzuführen, sie es aber nicht gemacht haben, weil sie nämlich genau diese Befürchtungen haben. Und deswegen ist der Mietspiegel in dieser Form mindestens mal politisch nicht unumstritten. Man könnte auch sagen, problematisch. Und deswegen bräuchten wir eigentlich ganz andere Maßnahmen, um gegen den Mietenwahnsinn in Hessen vorzugehen. Und ich will aber noch sagen, bei dem vorliegenden Gesetzentwurf sind wir uns natürlich in dem Punkt einig, wenn ein Mietspiegel kommen muss, dann soll der natürlich von den Kommunen gemacht werden. Warum Sie jetzt allerdings empfehlen, den Kommunen empfehlen, sie sollen dabei auf Sponsoring durch Banken und Versicherungen zurückgreifen, das erschließt sich ja nicht so ganz, zumal wir ja nun auch wissen, dass Banken und Versicherungen durchaus von den Entwicklungen der letzten Jahre profitiert haben. Also ich finde das kein besonders guter Vorschlag. Und wenn Sie schon sagen, Sie fördern die Einführung von Mietspiegeln, dann wäre es doch gut, das Land würde sie einfach komplett bezahlen, statt so merkwürdige Vorschläge zu machen. Und am eigentlichen Problem, ich komme zum Schluss, geht es vorbei. Der grüne Wohnungsbauminister ist seit Jahren untätig. Wir haben kein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Wir haben eine Stagnation bei der Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus. Und auch für eine wirkliche Deckelung der Mieten haben Sie sich weder in Hessen noch im Bund eingesetzt. Und daran ändert auch der vorliegende Gesetzentwurf nichts. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Dr. Naas ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer soll zukünftig zuständig sein für die Erstellung und Genehmigung von Mietspiegeln? Bis dahin sind wir uns, glaube ich, einig. Das können nur die Kommunen sein, weil die Kommunen sind natürlich näher dran. Sie haben Erfahrung, sie haben die Akzeptanz vor Ort und sie haben auch die Ortskenntnis. Und ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das eine Zentralbehörde vielleicht auf Landesebene unter dem Vorsitz von Jan Schalauske machen würde. Also da hätte ich dann doch ein bisschen Bedenken. Und deswegen sind Mietspiegel doch bei den Kommunen dezentral in guten Händen. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Die Frage, ob Mietspiegel gut oder schlecht sind, die brauchen wir hier nicht zu klären. Sie sind erst einmal transparent. Und auf die Chancen auch für die Vermieterseite hat der Kollege Schalauske ja eben auch schon eindrücklich hingewiesen. Das finde ich bemerkenswert und auch gut. Aber wir werden diesem Gesetzentwurf natürlich zustimmen. Aber es ändert nichts an unserer Kritik an der Mietpreisbremse. Und da kann man sich, Kollege Schalauske, ja den Erfolg dieser Mietpreisbremse mal in den Städten, die Sie haben, mal anschauen. Und schauen Sie sich doch mal die Angebotsmieten in Frankfurt in den letzten 5 Jahren an. Die sind um 5%, die sind in den letzten 5 Jahren um über 20% gestiegen. Und da kann man eben nur sagen, es besteht eben kein Mangel an Regulatorik, sondern es besteht ein Mangel an Wohnraum. Und den werden Sie nicht mit noch mehr Regulatorik verhindern können, sondern Sie müssen bauen, bauen, bauen. Jetzt haben wir ja die ersten Erfolgsmeldungen auch von Wohnungsbauminister Al-Wazir dieser Tage gehört. Er hat es geschafft, nachdem er die letzten 4 Jahre 2.500 Wohnungen verkauft hat. Gerne auch mal verramscht im ländlichen Raum, aber das klären wir ja noch. Also Schotten ist natürlich gemeint. Er hat jetzt ein Saldo von plus 800 Wohnungen erreicht. Wir haben, um es klar und deutlich zu sagen, nichts dagegen, wenn der Wohnungsbestand des Landes in diesen Zeiten auch um 1% wieder wächst. 1%, 800, von 80.000 Wohnungen. Wir reden über 80.000 Wohnungen im Landesbestand. Wissen Sie, wie viele Wohnungen die Privaten in Hessen haben? 2,5 Millionen. Das ist das 30-fache. Und deswegen ist nicht entscheidend, ob wir 800 oder 700 oder das nächste Jahr vielleicht sogar 900 Wohnungen mehr haben, sondern das Entscheidende ist, ob es genügend Private gibt, die weiter im privaten, vermieteten Wohnraum investieren. Das ist das Entscheidende. Denn die bestimmen den Markt, Kollege Schalauske. Und hier entscheidet sich auch, ob es ausreichend Wohnraum in Zukunft gibt. Und da kann ich nur sagen, wenn die Privaten 88% des Wohnungsbestandes halten und 7,1 Milliarden jährlich investieren, dann ist die Frage, warum entscheiden sich gerade viele kleine Vermieter immer weniger dazu, auch Wohnungen zu vermieten? Das ist der Kern des Problems. Um die Großen müssen wir uns nicht kümmern. Die sind hochprofessionell unterwegs. Die werden alle Regelungen kennen. Wir müssen uns um die Kleinen kümmern. Und wir müssen gucken, dass die Kleinen auch weiter investieren und dass die Kleinen auch weiter Zutrauen in den Wohnungsmarkt haben. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Schauen Sie sich doch mal die Fakten an von den Linken. Bei den privaten Vermietern liegt die Miethöhe im Schnitt 2,7% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Bei den privaten Mietverhältnissen sind 2 von 3 Mietverhältnissen im laufenden Bestand, die überhaupt nicht erhöht werden. Also 2/3 werden in der Mietzeit überhaupt nicht erhöht. 24% der Mietverhältnisse laufen 10 Jahre ohne eine Mieterhöhung. Und immer noch 22% der Mietverhältnisse werden überhaupt nur erhöht, wenn neu vermietet wird. Und deswegen ist diese Mehr, die Sie hier zeichnen, von den bösen Vermietern, die stimmt einfach nicht. Und das Entscheidende für uns ist die Frage, warum wird nicht mehr so viel gebaut? Das hat etwas mit der Verunsicherung, auch der regulatorischen Verunsicherung vieler kleiner Vermieter zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, schlicht und einfach, dass Bauen immer teurer wird. Da können wir uns hier natürlich feiern für noch bessere Vergabegesetze. Und wir können uns natürlich auch um jede Lohnerhöhung freuen. Können wir alles machen. Aber schauen wir doch mal auf die staatliche Seite. Wo hat denn der Staat Anteil an dieser Kostensteigerung? Da fallen mir 2 schöne Beispiele ein. Und die liegen leider beide in grünen Ministerien. Da ist zum einen die Frage, ob wir hier im Ballungsraum noch Sand und Kies abbauen können. Ja, da tut jede Verschärfung des Bannwaldgesetzes gut, genau das zu verhindern. Und da sind Sie ja kräftig auch wieder dran, wenn ich mir so die Gesetzesvorlagen der Regierung angucke. Der zweite Punkt, wenn ich mir so angucke, wie die Deponiekapazitäten in Hessen zurückgehen, nämlich um 30%, gibt es ja kleine Anfragen zu, und wie die Landesregierung in Sachen Flörsheim-Wicker so agiert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann ich nur sagen, wird es teuer. Dann darf man sich aber nicht wundern. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Privaten sind nicht das Problem und Kollege Schalauske, auch nicht der Markt ist das Problem, sondern das Problem liegt in der Regulatorik und das Problem liegt bei der grünen Landesregierung. Vielen herzlichen Dank.
Meine Damen und Herren, nach erster Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf der Landesregierung über die Zuständigkeit für die Erstellung und Anerkennung von Mietspiegeln, Drucksache 20-7715, zur weiteren Beratung an den WVA.